Moin moin zusammen und willkommen zu einer neuen Runde Dungeon Defenders 2. Wieder mit dabei ist der gute Lathan. Grüße euch. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal eine Mission. Diesmal darf der gute Lathan das starten. Ich soll starten. Vorher muss ich aber eine Kleinigkeit machen. Und zwar, ich muss unbedingt meine Audio-Sounds etwas runtersetzen. Denn die sind doch relativ laut. So. Wir hatten gerade ein bisschen Probleme. Wir mussten mehrfach das Game neu starten. Und ja. Der dritte Aufnahmeversuch jetzt schon. Man darf halt nicht vergessen, Dungeon Defenders ist halt auch noch in der Alpha, ne? Und dafür ist es erstaunlich gut. So sieht übrigens der War Table aus, wenn man ihn ausgewählt hat. Und wir sind hier unten, Little Horn Valley. Und da würde ich jetzt... Private einstellen, ne? Genau, oben ist Private eingestellt. Dann, Campaign und, also die Kampagne. Und Schwierigkeitsgrad ist normal. Und jetzt haben wir das ausgewählt. Und jetzt machen wir Find Match. So. Hey, du Käse. Hätte jetzt eigentlich auch allein reingehen können, aber da hätte er wieder gemeckert. Da hätte ich dann gemeckert, genau. Weil ich ja sonst niemand hab, dem ich die Schuld zuschieben kann, wenn es schief geht. Und allein würde Lathan die Levels ja nicht schaffen. Nee, allein würde sie nicht schaffen. Das ist das Problem. Und wir müssen jetzt noch auf einen Moment warten, bis Spieler zu uns stoßen. Da das aber Ganze ein privates Match ist, wird das nicht passieren. Und vorher sehen wir auch die Wege gar nicht. Jetzt seht ihr gleich. Achtung. Bam. Und jetzt seht ihr die Wege, diese Streifen am Boden, die dann unsere Gegner. Wir doch mal die Karte ab. Genau, die unsere Gegner laufen. Und Blue zeigt uns das alles. Der Blue. Der Blue zeigt uns das. So, wir haben hier einen Eingang. Genau. Wenn ihr auf die Minimap haben wir schaut. Eine komische Waffe. Genau. Wenn ihr auf die Minimap Besser. Schaut, dann seht ihr auch, wo wir gerade sind, und zwar unten rechts. Haben wir noch einen Eingang hier komplett weiter oben. Zwei Stück. Okay. Hier. Das haben wir nochmal auf der anderen gegenüberliegenden Seite. Da haben wir auch nochmal zwei, und hier ist noch ein... Ist das in der Luft, oder was? Nee, da hinten ist nochmal einer. Okay, weil es gibt auch später im Spiel, genau, Einheiten, die aus der Luft kommen. Ich würde sagen, den Eingang machen wir komplett dicht, würde ich sagen, oder? Ich guck gerade, es macht, glaube ich, Sinn, weil hier zwei Wege zusammenstoßen, die gleich beide hier abzufangen. Das heißt, ich würde, Willst du den nicht weiter vorne abfangen? Ne, aber guck mal, hier sind sie doch, also wir müssen weiter fahren. Ja, aber hier sind seine Dinge hier, machen sie den kaputt. Okay, ja, das bringt nichts, schade. Die musst du hier vorne abfangen am besten. Das glaube ich, du musst auch zu zweit positionieren am besten. Ja, okay. Pass auf, dann mache ich den einen hinten, mache ich komplett dicht. Nee, wie mache ich dich mit Explosionsfallen, oder? Und einen, du brauchst nur einen Turm hier bei uns. Okay. Ja, eine Wand am besten. Ja, ich verstehe schon. Ja gut, dann mach das. Dann lass uns die das Wand aber ist am besten hier hin platzieren, oder? Genau, ja. Genau. Die Wand platziere ich hier hin und dann hier auch die Türme. Dann hier auch die Türme, denn wenn die dann hier ums Eck kommen, dann würden die uns... Nee, hier brauchst du keinen Türm. Ich mach das alles mit Fallen dicht davon. Okay, gut. Dann baue ich trotzdem die Wand hier. Die Wand ist nur für den Notfall, falls die wirklich durchlaufen, dass wir hier abfangen können, denke ich mal, oder? Ja, so ein Turm schadet, ne? Ja, denk dran, wir brauchen hier genug Verteidigung, oder nicht? Das ist... Weil ich mach meine Fallen alle in die zwei Gänge dann rein. Ich denke, das ist okay. Ich hab... Meinst du? Ja, ich hab 380. Und dann stelle ich... ein so ein Teil hier hin. Also hier brauchst du auf keinen Fall einen Turm, die kommen nicht zu dem Turm. Normal. Und das ist übrigens so ein Feuerturm, der macht Feuerschaden. Steht den Turm dann auch wenigstens auf die andere Seite. So, ne, ist okay. Das passt schon. Ich habe immer noch genug Kohle. Und dann würde ich jetzt nämlich hier das zumachen. Und ich würde es so machen, dann können eventuell meine Türme noch auf den anderen Weg hier rüberschießen. Guck mal hier hin, oder? So. Und, nee, das reicht leider nicht ganz, dass die dann hier nochmal rüberballern, aber
Nicht. Hier solltest du auf jeden Fall mehrere Türme positionieren. Wo du jetzt gerade bist, oder was? Ja, weil da können sie zwei Wege abdecken. Was? Zeig mal, welche Stelle meinst du? Ja. Ah, ja, ja, das ist gut, das ist gut. Da baue ich aber auch auf jeden Fall... Welchen Weg decken wir? Hauptsächlich den hier in der Mitte? Ja, ich denke mal, die drei Wege, die können wir überdecken. Du musst noch da hinten zumachen komplett, ne? Warte mal, warte mal. Da erst musst du dicht machen hier. Wo? Da sollten deine Türme alle stehen, dass wir hier uns nicht drum kümmern müssen halt, ne? Okay, gut. Dann baue ich erstmal hier hin, was ich so habe. Ja, dann mach das alles dicht, dass wir uns halt um die Wege nicht kümmern müssen, größtenteils. Ja, okay, das mache ich. Gut. Ja, das ist ein bisschen Absprecherei hier, denn die Wellen werden jetzt auch immer stärker, die wir bekämpfen müssen. Und... Eine doofe Stelle. Was war das? Eine doofe Stelle hier, ich hüpf jedes Mal gegen die Wand. Und deswegen ist es gar nicht so schlecht, wenn man sich hier ein bisschen abspricht. So, also hier habe ich jetzt auf jeden Fall erstmal drei Türme stehen, das muss reichen. Ich habe noch 120. Dann mach das da hinten zu, oder? Wo? Mach das lieber noch mehr Türme. Nee, das reicht erstmal. Für die erste Welle reicht es. Und ich weiß gar nicht, wie ich das hier zumachen will. Deine Türme hier. Entweder setzt du deine Türme weiter vorne, wo jetzt. Wo meinst denn du? Hier auf diesem Weg. Setz nicht meinen Turm da hin. Also ich weiß jetzt gerade nicht, wo du meinst. Weil du rennst die ganze Zeit irgendwie. Hinten bin ich. Weil da ist doch so. Ja, aber das ist doch okay. Das ist doch in Ordnung. Das ist doch gut so. Genau. Bau die Dinger hier auf. Und falls sie durchkommen, rennen die hier rein. Und das ist gut. Hier haben wir schon ein bisschen was gedeckt. Und dann würde ich jetzt sagen, ich baue hier noch eine Wand hin. Hier. So. Und baue dann hier hinten dran die Geschosse. Warte mal, hier vielleicht hoch. Das ist vielleicht nicht verkehrt. Warte mal. So. Und noch mal eins hier. Und hast du noch Kristall, was du nicht brauchst im Moment? Gar nichts mehr. Nein. Dann baue ich noch einmal eins hier hin. Warte mal. Hast du denn noch was für ein Schild? Ich habe noch. Ich könnte noch ein Schild hier hinbauen. Da ist hier noch ein, ja. Dann bin ich aber blank. Oder lieber hier unten. Ja, hier unten wollte ich gerade sagen, da schießen deine Türme ja hier noch. Hier schießen die Türme ja noch hin. Soll ich ein Schild hier hinstellen, oder? So. Ja, ja. So. Okay. Gut, dann. Dann würde ich sagen, starten wir die Motoren. Ja, haben wir jetzt alles gedeckt soweit? Ja. Hier hinten stehen zwei, drei Türme. Da vorne sind deine Minen. Wir müssten eigentlich fast nur die Wege hier vorne im Auge behalten. Wie gesagt, okay. Wir sollten unsere nächsten Kosten komplett in die beiden Wege da hinten stecken, bin ich der Meinung. Ja, gucken wir mal, wie das hier passt. So, dann drücke ich Gay. G für Go. So, sehr schön. Schaut es hier aus. Oh, gleich schon dicker. Das war mein Tornado. Sehr schön. Da hinten kommen wieder welche. So. Die brennen. Sehr ordentlich. Voll gemacht, oder? Ja. Oh, der schlägt mich sogar. Ich hab Leben verloren. Du musst aufpassen.
Ja, aber hier ist gechillt. Da hinten ist alles gut. Kommst du im Moment gleich? Check gerade mal hier, dass hier alles soweit in Ordnung ist. War's eh schon mit der Welle. Ah, das war's schon. Wunderbar. Kamen hier irgendwelche überhaupt durch? Hast du das mitbekommen? Nee. Ja, aber die Wellen werden ja jetzt stärker. Sie sollten, denke ich mal, das hier ausbauen. Ja, wir müssen aber uns vorne auch was einfallen lassen, ne? Weil das war... Also gerade hier der hintere Weg. So, also... Ich habe jetzt 375, das heißt, ich könnte auf jeden Fall ausbauen. Ich würde den seitlichen Weg ausbauen am besten. Welchen meinst du? Auf der gegenüberliegenden Seite. Okay, das mache ich. Und dann stecke ich alles hier rein. Die Schilde müssen wir aufwerten, ne? Damit die dann auch nicht drauf gehen. Aber hier gab es eigentlich keine Probleme großartig, ne? Ja, jetzt erst ein Ding. Okay, dann... Vorne gab es eigentlich auch keine Probleme. Ja, hinten an der einen, an dem oben links, da schon. Da musste ich ein bisschen aushelfen, weil die hätten, glaube ich, sonst die Dingens zerschlagen, die, das Schild. So. Hier stelle ich nochmal was hin und hier auch nochmal was. So, jetzt sind hier momentan unaufgerüstet. Ah, warte mal, das Schild, hast du das schon upgegradet gehabt? Nein. Nee, das ist hier, doch, das ist hier, dann habe ich es upgegradet. Das ist nämlich Tier 2 schon. Und hier das Schild würde ich nochmal... Na komm. So. Ja, wir müssen uns jetzt ein bisschen organisieren, denn die Gegner werden jetzt auf jeden Fall deutlich stärker. Wir haben zum Beispiel schon... Kommen mal deutlich mehr Flugeinheiten auch dann dazu. Jetzt noch nicht, oder? Nee, jetzt noch nicht. Ich denke mal im nächsten Level vielleicht. Ja, möglicherweise. So. Ja. Das ist dann Tier 2. Und ich werde auf jeden Fall hier noch was aufbauen. Denn hier war es ein bisschen... Ein bisschen doof. Hm. Hier noch was hin? Komm, noch was hin. So. Ich hab noch 75. Ich könnte also noch was bauen. Ich würde sagen, ich... Warte mal, ich grade das Schild ab vielleicht. Wichtig, denke mal, sind die Schilder, dass die auf T3 am besten sind. Okay. Oder? Hast du noch Rubin zufällig? Ich hab hier... Ich kann jetzt hier noch was upgraden. Weil ich habe noch 25 und ich könnte, wenn ich 30 hätte, also 5 mehr, könnte ich nochmal so ein Eisgeschoss bauen. So ein Eisturm. Hast du zufällig 5 übrig? 5, ja. Super. Dann gib mal her die 5. Wie war das mit M? Ja, genau. Mit M kann man dieses Rubin teilen. Weil dann würde ich nämlich sagen, ich baue hier nochmal einen Eisturm hin, hier. Ja, Sloan dann. Das ist, glaube ich, keine schlechte Sache. Wir haben noch so einen Schießturm. So. So. Im Übrigen ist es so, wenn ihr Umschalttaste drückt, dann seht ihr, was denn so alles abgedeckt ist. Sieht ein bisschen wüst aus, aber... Ich denke, je wüster es aussieht, je besser ist es. Gut. So, hast du dich erkältet? Willkommen! Ja, ich muss etwas husten. Etwas husten? Ich will mich zwar im TS muten, dann würde das Balata nicht hören, aber du hörst das von mir. So. Da hinten, ich check mal, wie es da ausschaut. Ja, das sieht gut aus. Da ist überhaupt nichts zu befürchten. Da ist es ein bisschen blöd, was ich befürchtet habe. Da müssen wir nochmal ein bisschen
noch ein bisschen was hinstellen dann. So. Ich check gerade mal die Wege, weil da kommt was. Das halte ich gerade noch mit ab. Da ist aber auch nichts. So. Hinten kann man sogar auch noch mit beschießen, also auch können wir noch. So. Und ganz hinten ist überhaupt nichts, oder? Da kommt überhaupt nichts durch. Ja. Nee. Aber das ist auch der Weg, den wir am wenigsten überblicken können. Ja. So. Naja, die kommen im Moment kommen die noch nicht durch hier. Nee, hier kommt es auf keinen Fall durch. Okay. Naja, besser man überprüft es mal, wie das naja was schief geht. Hinten ist glaube ich ziemlich. Wo? Nee, oder? Geht das Schild da down? Nee, da geht glaube ich noch nicht down. Aber da bauen wir dann auf jeden Fall oder graden die Waffen ab und dann. Und das Schild auch und dann ist das glaube ich ganz okay. Das war schon wieder mit der Welle. Na wunderbar. Ach, vorragend. Das ist ein Schmodder hier eins, ne? Ja. Ganz wichtig ist immer dieses, diese grünen Kristalle, denn die braucht ihr, um aufzubauen. So. So, passiert jetzt nämlich hier noch was? Nee, oder? Ja, also hier war es bisher recht gut, also da hätte ich jetzt gesagt, machen wir erstmal nichts. Aber hier muss ich auf jeden Fall noch was hinbauen, habe ich gemerkt. Ich habe auf Tier 3 hier abgegradet. Okay. Und dann würde ich nochmal hier so ein Eis hinpflanzen. Und jetzt würde ich die mal ein bisschen upgraden hier. Ne, die noch nicht. Hinten die waren abzugraden, ne? Die. Ja. In der Richtung. Wo war das hier? Boah, hier liegt ja vielleicht Zeug rum. So, genau. Die wollten wir upgraden. Das Schild. Ich habe nicht sehr viel Kristall, muss ich sagen. Hast du? Ja, ich habe auch gemerkt, ich habe doch gerade ein paar auf die 3 upgradet und zack. Dachte ich. Hö? Ja, aber da. Da sind sogar noch Barrikaden, die sie zerstören müssen, bevor sie unser Hauptziel angreifen. Das ist ja mal Wahnsinn. So. Wie viel Rubin hast denn du noch zufällig? 10. Ja. Ich hab noch 12. Kommen nicht weit. 10 und 12. Ne, das bringt gar nichts. Das sind 20. Mit 20 könnte ich nur eine Barrikade bauen. Oh, brauchen wir aber keine mehr, denke ich. Du hast ja auf allen Wegen eine. Ja, brauchen wir nicht mehr, genau. Heben wir uns auf. Repariert, ja, ne? Heben wir uns auf. Das ist repariert. Ja, das da drin ist auch. Hier könnte man ein bisschen reparieren, das ist aber glaube ich nicht nötig. Und wie schaut's hier aus? Hier nur 5 Waves. Okay, dann? Dann starten sie den Motor unter Nathan. Jawohl. Läuten sie die Kriegsglocken. Die Kriegsglocken, lasch alles klar. Die Trommeln. Wie ist das denn? Lass die zu mir kommen. Wie heißt diese Schlacht? Helms Klamm? Wie haben sie da gesagt? Fällt's gerade das eine ein? Oh Mann, das ist die Pointer, habe ich vergessen. Oh, warte mal, das ist blöd hier. Die sind durchgekommen und der konnte mein Schild beschießen, ohne dass ich ihn beschießen konnte. Da muss ich mir dann in der nächsten Runde was einfallen lassen. Wo? Hinten, wo du deine Minen hingelegt hast. Was, die habe ich alle auf T3 abgegradet, die sind durchgekommen? Ja, ein Drache. Achso, ja, gut. So. Und der konnte den Schild beschießen, ohne dass meine Geschütze drauf ballern konnten. Und deswegen werde ich das hier mal. Ja, der schießt schon wieder auf den Schild. Dann gehen dein Schild mal bewachen. Na, ich bin schon dort. Alles gut. Oh, da kommen sogar 2 Drachen, ja. So, sehr schön. Oh, jetzt kommen hier sogar 3 Drachen. Es ist ja allerliebst. Kommst du klar? Naja, passt schon. Ach, der ist über das Schild gesprungen, hä? Der war plötzlich auf der anderen Seite des Schildes. Da drüber gehüpft, ich dachte, oder? Ja, ich dachte, das Schild ist kaputt oder so, also ne? Deswegen habe ich gedacht, das Schild ist schon kaputt. Dachte ich, hä? Geht denn das? So. Also hier muss ich auf jeden Fall. Angekratzt.
Hier muss ich auf jeden Fall was machen. Und zwar. Ja, oder du positionierst das Schild einfach vorne hin, fertig. Hier auf dem Weg direkt. Bekommen wir eigentlich das voll, die volle Kohle wieder? Wenn ich es abreiß? Ja, ja. Steht, glaube ich, dort. Wenn du es abgegeben hast, musst du mal gucken. Aber die normalen, ja, steht da dort, selbst wie viel du kriegst. 46, das ist, nee, das mach ich nicht. Da baue ich lieber hier, baue ich lieber hier noch eine. Ein Türmchen hin. So, und grade das auch gleich ab. So, habe ich die Kiste schon aufgemacht? Nee, die Kiste habe ich nicht aufgemacht. Das heißt, dass ich jetzt gleich noch ein bisschen... Dass ich jetzt gleich noch ein bisschen... Rubin bekomme. Wenn du sagst, sie kamen hier durch, dann hau ich halt noch mal... Ja, die, da kam von den Drachen durch, ja. Gut, die Drachen, glaube ich, die sind ja so stark. So. So, bin fertig. Ja, ich bin noch, dabei. Noch nicht G drücken, wenn es geht. So. Soll G drücken? Nein, nicht, Mann. Oh, was versuchst du noch akrobatisch zu machen? So, dann baue ich hier nämlich noch ein bisschen was hin. Brauchen wir da hinten noch irgendwas? Wie war denn das hier? Noch einen Gegenstand bauen. Ja, ich kann bauen, aber upgraden kann ich auch noch. Ja, einen Gegenstand kannst du nur noch bauen. Deswegen frage ich ja, ob wir hier hinten noch was brauchen oder ob wir eher da vorne noch was brauchen. Ich glaube eher da hinten. Und da vorne sind wir eigentlich. Ja, okay, dann baue ich lieber da hinten noch was hin. Da oben zumindest. So. Ich baue hier noch so ein Eis. So ein Eisgedöns hin. Und zwei kleine Kristalle. Wunderbar. Ne. Und Latte mal unter Druck setzen. Ja, ja. Immer die Hektik. 65 Sekunden latern. Oh mein Gott. Er sagt wieder nichts, wenn er beginnt. Jetzt wäre ich überrannt hier. Ja. Das ist gerade recht. Ach, guck mal, da kommt ein Magier. Oh. Oh cool, die haben jetzt andere Rüstung. Kann das sein? Keine Ahnung. Nicht von auch schon so komische Rüstung an? Ich glaube, die haben sich umgezogen. Oh, stimmt, für dich, stimmt. Ja, die haben jetzt so Dornenrüstung an. Die haben sich umgezogen für dich. Ja, extra für mich hübsch gemacht. So ist recht. Welches Eier hätte sie nicht hübsch gemacht, glaube ich. Ja, wenn du das schon nicht machst. Ja, ja. Oh, Onla. Ich hab mein Skill bekommen. Ich auch. Ui. Keine Ahnung, was es macht, aber es sieht gut aus. Feuerfröhlich soll ich bekommen. Probier ich gleich mal aus. Oh, cool. Hast du es gesehen? Was? Nee. Es sah impulsant aus, warte mal. Ah, es hat aber cool auch 14 Sekunden, kann ich mir zeigen. Schaut's denn da aus? Hallo Forger. Wie schaut's denn eigentlich mit unserer Zeit aus? Ich hab gar nicht beachtet. Oh. Ja. Ich glaube 5. Ja. Ich glaube 25 Minuten haben wir schon. 25 Minuten? Okay, komm, dann machen wir das Ding hier fertig, oder? Ja, ja. Auch egal. Ja, weil du so lange trödelst. Und nur weil du so trödelst. Klar. Ich mach das absichtlich, weil ich will unseren Zuschauern schließlich was bieten. Du trödelst. Trödeln? Gar nicht. Oh, was jetzt? Oh. Was haben wir da? Boring Support. Resist Defense. Okay. Oh, der kämpft sich also, wie es aussieht, oder? Keine Ahnung. Und das puddelt der. Wir können nichts mehr bauen, aber wir können upgraden. Und upgraden ist gut. Upgraden ist immer gut. Was kommt da hinten übrigens? Wo? Da. Bei dem roten Eingang hier. Okay. Ich muss erstmal hier meine Kiste looten. Kiste, die ist wichtig. Ja. Ist schon gelootet? Huch. Geht, ne? Warum kann ich die nicht looten? Hast du nicht verdient. So. Ich nur, wenn er was gemacht hat.
Das ist richtig. Jetzt muss ich gerade mal gucken bei dem roten Eingang, welcher rote Eingang. Da, wenn wir eine Shift, wo der rote Incoming ist. Ja, gut, ich seh's. Das ist da vorne. Oh, hier quasi. Ja, dann würde ich doch sagen, bauen können wir nichts mehr, upgraden können wir vielleicht noch. Also ihr habt da hinten alles verstärkt, dass wir da vorne unsere Ruhe haben. So. Wann? Dann werde ich nochmal das Schild upgraden. Ja. Kann ich noch irgendwas upgraden? Warte mal hier. So. Jetzt schaut es gut aus. Dann starten wir die Motoren. Dann starten wir mal die Motoren, genau, der Boss. White Beast. Weiter Beast. Oh. Burrows and Debuffs, Towers. Oh, okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich mache in dem Garten Schaden. Hä? Oh, der greift sich tatsächlich ein irgendwie. Na und? Ich mach die Atmung, der macht die Tower hier auf die. Oh mein Gott. Helf mir mal mit dem Boss hier. Alter, ich bin ganz, ich schieße die ganze Zeit schon drauf. Okay. Und ich bin ja voll dabei schon. Ich sehe ja nicht, wo du bist. Ich habe hier nur den Boss im Blick und nichts anderes. Er ist tot. Okay. Keine, oh, ist Panik. Klar. Keine Panik. Achso, ein bisschen Panik kam schon auf eben. Ich habe auch gedacht, er gräbt sich ein oder so und gräbt sich dann woanders wieder. Ja, der hat sich ja also irgendwie wie eingegraben, oder? Ja, aber der hat dann irgendwas gemacht, keine Ahnung. Der hat geheilt, glaube ich. Nee, der Debuff, die Tower steht zumindest schon in der Stadt. Ich habe gar nicht gelesen, was dort steht. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Und die da ist einer durch. Oh mein Gott, wir werden alle sterben. Oh. Das war's. Na wunderbar. Victory. Aber es wurde jetzt schon jetzt zum Ende hin deutlich unübersichtlicher wie bei den letzten Parts. Ja, stimmt. Er hat auch mir einiges ausgeholfen. Aber er hatte natürlich überhaupt keine Chance. Ja, gegen dich sowieso nicht. Oh, ich habe diesmal eine große Kiste bekommen. Ich habe auch eine große. Obwohl du gar nichts gemacht hast. Ja, das ist richtig. Ich mache ja nie was. Legendary! Ja, Legendary. Oh, ein blaues Item. So. Wunderbar. Dann würde ich aber sagen, mit diesen wunderbaren Kisten im Hintergrund. Genau. Machen wir auch Schluss für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir freuen uns über euer Feedback. Lasst gerne einen Kommentar da, lasst einen Daumen nach oben da oder wenn es euch ganz gut gefallen hat, sogar ein Abo. Und dann sage ich mal ciao, ciao, euer Blutgrom. Und bis zum nächsten Mal, euer Latan. Tschüss. Tschüss.